Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Folge 6 oder so, kein Plan, es geht weiter. Freunde, ihr seht vielleicht, eine Sache fehlt hier. Und zwar habe ich dieses Quest-Ding entfernt. Das sah super lame aus und ich gucke aktuell ultra viel so Minecraft-YouTuber. Deswegen habe ich mir überlegt, ich klaue einfach was von denen. Und das müsste jetzt ziemlich cool aussehen. Ja, okay, fuck it, wir reißen das ab. Das sieht fucking ass aus, holy shit. Auf jeden Fall habe ich gesehen, Freunde, dass man mit genügend Papier sich ultra viele Maps craften kann. Und dann hat man so eine Overview von seiner Landschaft quasi. Und ich dachte, das wäre eigentlich ziemlich geil, wenn wir das machen. Dann können wir immer sehen, wie weit wir sind quasi. Weil das Projekt wird ja noch sehr lange gehen, auch wenn ihr alle sagt, es wird demnächst enden. Es wird nicht enden, okay, ihr fucking Idiots. Deswegen holen wir uns erstmal ein bisschen mehr Sugarcanes, um Papier zu craften. Wir sollten es vielleicht auch erstmal ein bisschen growen. Also vielleicht verteilen wir das erstmal, anstatt es direkt zu nutzen. Auf nachhaltige Basis. Okay, boom, 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 boom. So, okay, das sollte in ein paar Minuten gewachsen sein, denke ich. Ich würde ganz gerne so eine 3x3-Map aufhängen. Das heißt, wir brauchen 9 Karten, wenn ich richtig gezählt habe. Und für jede Karte brauchen wir, glaube ich, 9 Papier. Bedeutet, 9x9 ist 48, Freunde. Nachzudenken. 81? What the fuck? Alright, 15 Punkte in Mathe, Ladies and Gentlemen. Genau, wir brauchen also 81 Sugarcanes. Ich denke mal, die sollten gegen Ende der Folge gewachsen sein und dann können wir die craften. Während wir darauf warten, Freunde, habe ich überlegt, holen wir schon mal was anderes. Und zwar folgendes. Ich hatte überlegt, dass wir hier an die Seite quasi so die ganzen Quests schreiben. Und ich habe gesehen, ich dachte, das ist was, was nur auf so Minecraft-Servern geht. Aber man kann anscheinend, wenn man jetzt hier reinschreibt, Kaktusfarm bauen oder so. Keine Ahnung. Perfekt. Auch Deutsch 15 Punkte. Kann man den einfärben und dann ist es blau. Was natürlich mit blau absolut keinen Sinn macht. Aber Jungs, könnt ihr bitte mal die Fresse halten, ihr alle. Holy shit. Was natürlich mit blau gar keinen Sinn macht. Aber ich habe überlegt, wir könnten das ja wie so eine Bucketlist machen. Ich habe mir das komplett von diesem einen YouTuber geklaut. Moxswamp heißt er. Big Shoutout. Und zwar machen wir es immer weiß, wenn wir es noch nicht fertig haben. Und sobald wir es fertig haben, haken wir es mit grüner Farbe ab. Das ist quasi wie so eine Art Questbook, was wir dann Stück für Stück fertig machen. Auf jeden Fall, Freunde, brauchen wir dafür Kakteen. Deswegen machen wir uns mal auf den Weg in eine Wüste. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, wo eine ist. Aber wir laufen einfach mal rum und schauen mal. Es sollte nicht so schwer sein, wie letztes Mal das Schaf zu finden. Hoffentlich. Wir laufen einfach mal in Richtung Süden. Ich meine, was könnte schief gehen? Das Ding ist halt, wenn Basti jetzt hier wäre, der würde sowas sagen wie, oh ja, eine Savanne, sehr gut, weil Wüsten sind immer mega nah an Savannen, bla bla bla, ich bin Basti GAG, ich kenne alle Flaggen auswendig. Aber ich bin nicht Basti GAG, aber ich denke mal, es würde schon Sinn machen, wenn hier auch eine Wüste in der Nähe ist. Hauptsache, ich laufe in diese Richtung, Digga, und finde hier 9000 Schafe direkt und letztes Mal travel ich wirklich 4 Kilometer und finde nichts. Übrigens habe ich eine Frage an euch, ich habe gestern einen Vlog hochgeladen. Und ich weiß nicht genau warum, aber es ist halt ein ganz normaler Vlog und unter meinem Vlog steht, geil, endlich neues Minecraft-Let's Play. Freunde, ich find's geil, dass ihr so viele Kommentare schreibt, aber ihr müsst nicht, danke fürs Minecraft-Let's Play unter meinem Vlog schreiben. What the fuck? Oh! Oh, das ist ein Dorf, das ist ein Dorf. Oh, vielleicht haben wir Glück. Nice. Vielleicht haben wir Glück und es kann in den Kisten sein, maybe? Digga, seit wann sind Villager so smart und sperren so Tiere ein? Habe ich irgendwas verpasst? Digga, die halten einfach 3 Pferde und 2 Kühe in einem Stall, der ultra klein ist. Das im Vergleich zu meinem Farm ist ja, also wirklich, das hier ist Massentierhaltung im Vergleich zu meinem. Digga, noch ein Dorf? Holy shit. Junge, halbe Stadt einfach, Königs Wusterhausen hier. Ich wollte gerade sagen, Wilbo wird euch jetzt hier ein schönes Bild von Königs Wusterhausen einblenden. Spoiler, es gibt keins. Ja, wir gucken nochmal, vielleicht haben die ja einen Kaktus, I don't know. Okay, Kakteen kann man in Mengen von 1 bis 4 in Truhen von Dörfern finden. Alright, also es ist nicht dumm, was ich gerade mache. So, schönen guten Tag. Ich würde ganz gerne eure Sachen nehmen. Okay, hier ist nix, aber wir nehmen trotzdem eure Kartoffeln weg. Och, Digga. Freunde. Digga, ist ein bisschen wie so Counter-Strike Lootboxen, Alter. Digga, Millionen Brote. Bruder, chilliges Dorf auf jeden Fall, Jungs. Wer kennt nicht die gute alte Stadt mit dem riesigen Loch in der Mitte? Digga. Keiner hat Kisten hier, ich kann nicht mehr. Oh, mein Gott, da unten ist auch noch eins. Okay, Basti, der hier ist für dich. Oh, Digga. Okay, ich sage ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich den schaffe, Alter. Holy shit, let's go. Hier ist nicht meine Kiste drin. Ich kann das alles nicht mehr, Freunde, wirklich. Ich kann jetzt halt auch so richtig traurig nach Hause gehen, ohne überhaupt einen Kaktus gefunden zu haben. Aber es wäre so unsatisfying fürs Video.
Oh mein Gott, da oben ist noch ein Dorf. Oh, Digga, ich sag ehrlich, ich hab absolut gar keine Hoffnung mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt der Kaktus drin ist, Bruder. Okay, puh, weiteres Dorf, Ladies and Gentlemen. Digga, Alter, junge, dicke Menschen, aber keine Kiste. Ey, sag mir jetzt nicht, das waren die zwei Häuser. Habt ihr die zwei Häuser und sonst nichts, Bruder? Das ist das schlechteste Dorf auf Erden. Okay, Freunde, ich bin jetzt wirklich diesen anderen großen Zirkel gelaufen. Kein fucking Kaktus in Sicht. Ich kann nicht mehr. Okay, Freunde, ich bin wieder zurück in der Base. Ich habe jetzt ungelogen 1:20 nach Kakteen gesucht und nichts gefunden. Dafür habe ich zum Glück ein bisschen Sugarcane mitgebracht und ein paar anderen Bullshit. Aber keine Kakteen und ich muss jetzt halt zu meinem Termin, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so lange suchen muss. Deswegen gehe ich kurz zu meinem Termin, Freunde, und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, was geht ab? Wir haben 3 Tage später. Ich konnte nach meinem Termin nicht mehr aufnehmen. Aber wir haben ein ultra wichtiges Projekt fertigzustellen. Und zwar bauen wir die Eisenfarm zu Ende jetzt. Es haben mir super viele Leute reingeschrieben, dass wir das Ganze auch ohne diese Carpets hier machen könnten. Aber diese ganzen Atzen hier wurden jetzt nicht umsonst eingesperrt. Wir bauen es jetzt mit den Carpets. Egal, auch wenn es die ineffizienteste Farm ist auf Erden. Ich habe mir auch schon überlegt, wo wir das machen können. Und zwar dachte ich, wäre es ziemlich geil, wenn wir es hier machen. Weil das ist nicht so weit weg von der Base, aber es ist auch nicht direkt in Sichtweite. Weil ich glaube, die würde richtig scheiße aussehen. Und ja, vielleicht bauen wir später irgendwann mal nochmal ein Haus drüber oder so. Aber für jetzt wird die erstmal offen sein. Und deswegen dachte ich, es ist geiler, wenn die hier ist. Es ist ziemlich geil, dass da Lava ist, weil wir brauchen noch einen Lava-Eimer. Topo. Und ja, wir brauchen eine sehr, sehr große Fläche. Das heißt, ich werde das kurz terraformen, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, shit. Wer bist du? Hat der irgendwas Sinnvolles? Hat der... Oh mein Gott, imagine, der hat jetzt einen Kaktus gehabt. Holy shit, du hättest jetzt so carryen können. Stattdessen hast du es nicht getan. Ich weiß nicht, ob wir dich für irgendwann mal brauchen, Bro. Aber du hast die große Ehre, dass du jetzt hier eingebuddelt wirst, Meister. Ich habe heute früh ein Basti-Video gesehen. Da war der sehr selten anscheinend. Deswegen bauen wir den einfach mal ein. Top. So, weiter geht's mit dem Terraform. Okay, Freunde. Der Aal ist fertig terraformt. Ich denke, das passt so. Wir machen das hier gerade nochmal eben ein bisschen schöner. Okay, Freunde. Jetzt sind wir wirklich, wirklich fertig. Das heißt, wir können jetzt beginnen mit der Farm. Finally. Ich hoffe, die funktioniert. Das ist das allererste Mal, dass ich so eine Farm baue. Die ist... By the way, von YouTube, wir haben die in der Beschreibung verlinkt, Freunde, falls ihr die nachbauen wollt. Als allererstes wurde hier gesagt, müssen wir hier so alles mit Teppich auslagern, weil sonst, glaube ich, die Villager diese Eisengolems, die wir spawnen lassen, außerhalb von unserer Farm quasi spawnen, dann können die einfach weglaufen, die Huren. Und, sorry, dann können die einfach weglaufen, die netten Atzen. Das wollen wir natürlich nicht, Freunde, deswegen die Teppiche. Und fertig, boom! Alright, jetzt können wir mit der eigentlichen Farm anfangen. Ich, oh mein Gott, ich hoffe, ich kriege das hin, holy shit. Oh, okay, also, ich habe gelernt, wir müssen diesen ganzen Boden ausfüllen mit Blöcken. So, jetzt müssen wir hier außen so lustige Cobblestone-Walls placen. Alright, ehrlich gesagt, juckt's keinen, oder? Ich baue die einfach schnell fertig und dann sehen wir uns gleich nach dem Cut. Okay, Freunde, ich glaube, vom Bau her haben wir jetzt alles geschafft. Wir müssen jetzt hier, ich glaube, 2 Villager reinbringen. Und hier muss, glaube ich, ein Zombie rein. Irgendwie so. Ich habe... absolut keine Ahnung, wie ich das mache, Digga. Ja, ich guck mal. Ich glaube, ich probiere es mal mit einem Boot. Alright, Freunde. Dann suchen wir mal ein Dorf, Digga, für die Villager. Oh Mann, ey. Das wird ein absoluter Film jetzt. Das Ding ist halt, am Anfang der Folge bin ich halt wirklich an 400 Dörfern vorbeigelaufen. Und ich habe gerade absolut keinen Plan trotzdem, wo das nächste gelegene Dorf ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist ja auch schon einer. Bro, ich bin vielleicht 500 Meter von der Base entfernt. Oh mein Gott, das ist der Plot-Twist of the Century, Alter. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Freunde, wir haben einen Kaktus. 500 Blöcke entfernt von unserer Base. Ist eine riesige Wüste. Digga, nee. Oh Mann, aber geil, trotzdem geil. Bro, kann mir irgendwer erklären, was zum Fick das hier ist? Das habe ich so 5-6 Mal in dieser Base richtig nah am Spawn. Ich check's nicht. Bro, was ist das? Das ist doch irgend so ein crazy Renderfehler, oder? Oh! Ich glaube, ich habe dieselbe Map einmal in der 1.19 geladen. Das wird sein, oder? Digga, das sieht halt unfassbar low aus einfach. Digga, die gehörte Welt ist einfach rude. Oh mein fucking Gott! Oh mein... Oh, Bruder... Oh, Bruder, ey, ich suche gerade schon seit einer halben Stunde nach einer Village, Freunde. Ich pack's wirklich nicht. Das ist die große Suchfolge. Und jetzt bin ich auch noch verreckt. Ey, wirklich. Jetzt habe ich alles gesehen. Oh mein Gott, Digga, ich bin wieder da. Holy shit. Ich hoffe, meine Items liegen hier noch irgendwo. Okay, irgendwo hier. Oh mein Gott, da hinten liegt's.
Oh mein Gott, ich sehe meine XP. Oh, Bruder, so wichtig. Digga, es ist alles da. Ich bin so glücklich, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so glücklich war. Junge, das wäre so ein Pain in the Ass gewesen jetzt. Okay, die Suche kann weitergehen, Freunde. Oh mein fucking Gott. Bruder, ist was. Ist was. Ist was. Oh mein Gott, Digga, wäre ich jetzt nochmal gestorben. Oh mein fucking Gott. Alter, ich hätte die Welt einfach gelöscht. Real Rap. Digga, wo ist ein Dorf? Ich finde keins. What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich fass es nicht. Alter, ich habe wieder eine Dreiviertelstunde gesucht, ey. Let's go. Okay, jetzt müssen wir hier diese Villager in dieses Boot setzen und dann zu mir nach Hause bringen. Freunde, ich habe eine wundervolle Nachricht für euch. Ihr kommt zu mir mit in die Base. Habt ihr Bock? Geil, dann rein in dieses Boot hier. Schön. Okay, dann, Bruder, dann mal zurück in die Base, Alter. Oh, Mann. Warte, wir sind stuck hier. So, jetzt. Okay. Alright, auf zurück in die Base. Alter, Digga, das ist wirklich das Nervigste, was ich in meinem Leben hier gemacht habe. Heilige Scheiße. Und ich muss es gleich noch ein zweites Mal machen. Oh mein Gott. Alter, das hat Jahrhunderte gedauert und ich muss gleich noch einen zweiten machen. Oh, nö. Ey, so eine Scheiße. Das mache ich nie wieder. Digga, nächstes Mal cheat ich mir die Dinger einfach. Real Rap. Wenn ihr irgendwann mal ein Let's Play von mir seht und auf einmal sind random drei neue Villager da, Freunde, dann habe ich mir die gecheatet. Ist mir auch egal. Das ist da passiert. Okay? Heilige Scheiße. Die Kacke tue ich mir nicht nochmal an. Okay. Und Ladies and Gentlemen, Villager Nummer 1 ist drin. Oh mein Gott, ich pack's nicht. Alter. Okay, hol mir den zweiten. So, du bist der zweite. Boom. Und wir sind in der Base. Falls ihr mir, by the way, nicht glaubt, dass ich das wirklich gemacht habe und irgendwie gecheatet habe, ist hier ein Zeitraffer, Freunde. Zack, einmal umdrehen. Langsam einparken wieder. So, ein Stück noch. So, schön. Und aussteigen. Dickassen. Nee. Oh. Langsam und vorsichtig. Langsam und vorsichtig. So, okay. Wenn ich jetzt aussteige, müsste ich draußen sein und er drin. Oh mein Gott, wir haben's! Oh mein Gott, das hat so lange gedauert. Woo! Okay, es fehlt noch eine einzige Sache jetzt. So, den brauchen wir. Und zwar müssen wir den jetzt in den Minecart setzen. Genau hier. Komm mal einmal hier rein. Bruder. Nice. Wundervoll, wundervoll. Zack, zack. Und ich hab grad, oh mein Gott, ich hab keine Glasscheiben. Ah, okay, ich hol schnell welche. Bitte bleib da, okay? Nicht gehen, nicht gehen. Und boom. Oh mein Gott, let's go. Ladies and Gentlemen. Die Farm müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich werde jetzt kurz einmal pennen, damit diese Zombies weggehen. Und dann werde ich einmal AFK'en, um zu gucken, ob es funktioniert. Und dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Oh mein fucking Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe gerade nochmal das Tutorial geguckt. Also wie schon gesagt, wir brauchen insgesamt 3 Villager da drin. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, Freunde, wir haben jetzt noch mal eine Stunde später. Ich habe noch so einen Wichser hier geholt. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ey, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann bin ich gebrochen, wirklich. Ich habe übrigens gelernt, wie man das besser hier macht. Okay, perfekt, so viel dazu. Nice. Und zwar kann ich einfach mit dem Boot reinfahren. So, aussteigen. Dann muss ich das Boot abbauen. Nehmen, hier hingehen und das Boot einfach draußen placen und dann da drauf setzen. Digga, das hätte mir auch schon so viel Zeit erspart. Egal. Freunde, wir haben's. Ich hoffe so sehr, dass gleich da oben ein Eisengolem spawnt. Alter, wenn nicht, ich schwöre, ich wäre so traurig. Bitte. Bitte, Bruder. Bitte.
Oh mein Gott, das wäre so nice, dazu zu nehmen. Jungs, bitte spawnt ein. Come on. Okay. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe noch mal ein paar Changes gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, er stirbt jetzt. Oh mein Gott, ist jetzt hier Eisen drin? Oh mein Gott, ich fass es nicht. Digga. Das hat mich 7 Stunden gekostet. Oh. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir bauen nie wieder eine Farm. Bis zum nächsten Mal. Peace.